So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück bei Pokémon Blattgrün. So langsam aber sicher, gut, das sage ich jetzt schon zum ungefähr sechsten Mal, nähern wir uns dem Ende. Fangen wir nochmal direkt an. Ach, fuck, das ist ein Team, oder? Eieiei, aber die haben auch nur fünf Po... Ach nee, die haben nur zwei. Nidoqueen und Nidoking. Das ist natürlich eine Hammer-Scheiße, weil ich nicht gewechselt habe. Ja, was macht unser Täubchen dann? Das ist leicht im Nachteil hier bei diesem Match-up. Aber ich denke mal, das sollte irgendwie hinhauen, obwohl das also jetzt nicht gerade das Beste ist. Viel Ender, fuck, das ist schon eine ganz... sag ich mal, nicht so lustige Attacke. Probieren wir es mal mit Eisstrahl auf Nidoking. Unser Täubchen macht erstmal Nidoqueen alle. Okay. Und Eisstrahl, bitte sei effektiv auch. Jawollo. Und mach einen Volltreffer. Jawollo. Also kein Volltreffer, aber mach's tot. Das ist wichtig. Sehr, sehr, sehr gut. Lächerlich. Es kann nicht sein, dass wir verloren. Es ist aber so. Also es kann nicht nur sein, sondern es ist auch so. Stehst du? Ich denke mal, hier sind wir tatsächlich schon am Ende. Das könnte tatsächlich schon das Ende der Siegestraße sein, meine Freunde. Ist es auch. Wahnsinn. Du kannst stolz auf dich sein, weil du dich so vage auf der Siegestraße geschlagen hast. Als Anerkennung deiner Leistung möchte ich einen deiner Pokémon Risiko Tackle beibringen. Nein. Warum... Oh, was aber... Knocker, Level 46. Eigentlich nicht schlecht. Und wenn Knocker auch Biss könnte, würde ich sogar fangen. Aber da Knocker wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sogar nicht den Biss drauf hat, kann ich es leider nicht gebrauchen im Team. So, wir gehen nochmal zurück. Und herzlich willkommen... oder noch nicht am Plateau der Pokémon Liga Indigo Plateau. Ja, doch, wir sind da. Wir sind endlich angekommen an unser Ziel der Reise. Wir heilen unsere Pokémon und ja, dann werden wir noch mal letzte Vorbereitungen treffen. Und zwar haben wir hier irgendwie nicht irgendwas zum Kaufen noch. Ich denke schon. Ah, da vorne müsste es sein, genau. So, hallo, kann ich dir behilflich sein? Ja, bitte. Wir haben 71.000. Können wir da bei dir irgendwie ein paar Genesungen kaufen? Gleich 20 Stück können wir da machen. Machen wir das doch so. Und dann kaufen wir auch nochmal zwei Top-Tranker. Haben wir irgendwas zum Verkaufen? Sagen wir das mal eher so, weil wenn wir irgendwas zum Verkaufen haben, können wir uns definitiv neue Sachen auch noch kaufen. 6 Sonderbonbons, sensationell, muss man schon sagen. Fluchtsal, Schattenglas, Calcium, Carbon, Zink, Doppelleber, X-Spezial, Protein, Flinkklaue, Blattstein, den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Können wir eigentlich direkt sellen. Meisterball, kann man den verkaufen? Ach, den kann er nicht kaufen, ne? Nein, 2000 und da würden wir dafür 5400. Ey, es ist jetzt auch nicht so die Kohle. So, wir werden mal nochmal ein bisschen unsere Pokémon ein bisschen auftunen. Wir haben hier unten die ganzen proteinischen Dinger. So, jetzt schauen wir mal nach, wer als bestes einen Angriff gebrauchen kann. Lapras hat hohen Angriffswert. Als Metbo sowieso nicht. Rasaf könnte natürlich ein bisschen Angriff gebrauchen. Warum Raichu eigentlich einen höheren Angriff als Spezialangriff hat, weiß ich immer noch nicht ganz. Aber nicht so schlimm. Täubchen ist auch auf Angriff spezialisiert. Das heißt, wir geben mal unser... Wir haben zwei, glaube ich, war das. Drei sogar. Achso, dann gehen wir mal Täubchen 1. Dann werden wir eins unserem Rasaflein geben. Und dann werden wir noch eins unserem Rasaflein geben. Einfach weil wir es brauchen.
Als nächstes hätten wir KP plus, nee, brauchen wir nicht, Zink hätten wir zweimal Spezialverteidigung. Ich glaube, da könnten wir unser Linglein ein bisschen schützen. 83, 73, 84, 92, also ist auch deutlich ausgeglichener hier bei ihm. Nee, ich denke mal, da ist unser Linglein am besten aufgehoben mit dieser Sache. Hat eh schon den höchsten Spezialverteidigungswert, da kann man ihn auch noch etwas weiter pushen, sage ich mal so. So, und dann gehen wir ein Zink auch noch unser Monkey, einfach weil wir es können. Ich weiß gar nicht wieso, aber machen wir es einfach. Carbon, Initiative, Eisenverteidigung, Calcium, Spezialangriff, das ist definitiv die Sache von Ling. Eins, wir haben hoffentlich noch eins. Ja, noch eins haben wir. Das wird dann unser Refackel gehen. Wir müssen unsere Fackel mal etwas besser Sachen beibringen. Verteidigung. Ich glaube, da ist Labras ganz gut. Ja, 88, 77, 94, 73, 8, 63. Ja, ich denke mal, Ling und unser Glura-Klein dürften das bekommen. Ah, wir haben sogar drei. Gut, dann werden wir mal Ling eins geben. Dann geben wir noch eins an unsere Fackel. Und eins an unser Lapras. So, und da wir schnelle Pokémon wollen, werde ich Carbon einfach mal Lapras geben. Ohne groß hinzuschauen. Und noch eins unserem Monkey. Es wird keine Wirkung haben. Okay, haben wir quasi Monkey schon genug aufgepumpt. Man muss einfach nochmal... Es wird noch keine Wirkung haben. Okay. Wie wär's mit Smetbo dann? Dann haben wir quasi Smetbo jetzt auch noch ein bisschen was gegeben. So, wir haben 6 Sonderbonbons. Jeder ein Level, würde ich sagen. Einfach weil wir es können. Zack. Ach, der kriegt sogar neue Werte. Passt sogar noch besser. Jeder kriegt einfach ein Level. Machen wir es einfach so. Dann haben wir quasi auch nochmal alles erledigt. So. Dann ist jeder 47. Dann wäre ich auch zufrieden damit. Ja. So, und weiter geht's. Wir fangen alle an mit 47. Das finde ich auch top. Und nur noch Smetbolein. So. Smetbo versucht Silberhauch zu erlernen. Mal schauen. Was bringt das? Stärke 60. Haben wir irgendwas, was schlechter ist? Was macht denn das? Angriff mit Silberstaub. Eventuell werden alle Statusveränderungen des Anwenders erhöht. Zack, Windstoß weg. Danke. Das war wichtig. Das ist eine gute Attacke, die ich gerne erlernt habe jetzt, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt müssen wir mal schauen. X-Treffer. Wir holen mal jetzt alles hoch. Top-Schutz. Top-Beleber kommt mal unter den normalen Beleber. Top-Genesung natürlich ganz nach oben jetzt. Ist eh klar. Was haben wir denn noch? Wir haben noch KP Plus, was wir erlernen müssen. Top Tranquil, die müssen natürlich auch ganz nach oben. Die gehen so Bereich da lang. Top Schutz geht bitte unter den Superschutz. Ether, Top Ether Elixiere, okay. Fluchtseil, okay, okay, okay. KP Plus, wer hat denn am wenigsten KP? Da-da-da, da-da-da. Ling, bekommst einmal KP Plus. Zack. Und wer hat jetzt noch am wenigsten KP? Immer noch Ling. Machen wir nochmal Ling einen Boost. Jetzt müsste Ling 127 KP haben. Oder? Ne, 126. Das ist eigentlich nicht schlecht, so wie wir unser Team aufgestellt haben. Ich Flasche habe lediglich wieder vergessen, unsere... meinen Timer zu stellen. Das bedeutet so viel wie... Ich habe so keine Ahnung, wie weit wir sind von der Zeit. Mal wieder. Ja, die beiden Superschütze kann ich eigentlich verkaufen. So, das brauchen wir alles. Das ist wichtig, wichtig. Hypertränke können wir alles gebrauchen. Als nächstes bekaufen wir uns mit
Das sind... Ja, können wir noch 4 kaufen. Ja, machen wir es mal so. Und das reicht dann als erst, denke ich mal, ja. So, meine Freunde, das wäre dann quasi die Folge für heute. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Aber ich denke mal einfach, dass es sowieso ein bisschen vorbei ist an Zeit. Und wir jetzt vollkommen bereit sind für die Pokémon-Liga. Deswegen verabschiede ich mich von euch für diese Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Top 4. Chosen!